Willkommen zurück. Wir machen jetzt weiter mit dem Wissensbaustein 2. Wir steigen ein in die Arbeit mit einem GIS, in dem ich euch jetzt erstmal die spezifischen Schritte zeige, die wir machen. Wir werden auf jeden Fall jetzt zusammen Satellitenbilder in QGIS einladen. Wir werden ein Plugin installieren und nutzen. Wir werden gemeinsam ein virtuelles Mehrkanalraster aus den verschiedenen Satellitenbändern erstellen. Wir werden Satellitenbilder in verschiedenen Darstellungen, also in verschiedenen Bandkombinationen anzeigen und das Satellitenbild auf ein von uns definiertes Polygon zuschneiden und werden auch mindestens einen Index aus den verschiedenen Satellitenbändern berechnen. Und ihr solltet nach diesem Wissensbaustein auch in der Lage sein, das eigenständig zu tun. Ich möchte noch ein paar Sachen zu QGIS als Projekt sagen, denn QGIS ist nicht nur ein Programm, es ist sozusagen noch viel mehr als das. Hier mal ein Screenshot der Webseite, der Startseite dieser Initiative. Und man sieht es hier sehr schön quer über das Gruppenbild geschrieben. QGIS ist eine Teamanstrengung oder wirklich ein Teamprojekt, das jetzt seit, wenn man den ersten Prototyp mitzählt, dann seit fast 20 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wird. Außen rechts seht ihr die verschiedenen Sprachen, in denen schon alleine diese Webseite verfügbar ist. Ich hatte es dann eingestellt auf Deutsch, aber es gibt da auch viele nicht-europäische Sprachen. Und es gibt auch sehr, sehr gute Dokumentation. Gerade auf Deutsch und Englisch ist die Dokumentation schon wirklich sehr gut. Außen oben links kann man immer sehen, bei welcher QGIS-Version wir gerade sind. Die Version, mit der ich heute arbeite, ist die Version 3.16. Und ihr seht hier, steht noch LTR dahinter. Das steht für Long-Term Release. Also diese Version ist immer für eine relativ lange Zeit stabil verfügbar. Und die Beta-Version, also die Developer-Version, die zu dem Zeitpunkt aktuell war, war 3.20. Habt ihr alle QGIS installiert? Und Zusatz, gerade für diejenigen, die vielleicht noch nie mit QGIS gearbeitet haben, schaut mal bitte in dem Programm, ob ihr die Zusatzwerkzeuge von GDAL und GRASS aktiviert habt oder ob die mit in eurer Version drin sind. Wir bitten euch noch, die Daten herunterzuladen, die wir gleich benutzen werden. Schaut, wo ihr die abgelegt habt und stellt sicher, dass dieser Ordner entpackt ist. Jetzt werde ich euch einmal kurz durch die Oberfläche von QGIS führen. Da wäre es sicher optimal, wenn ihr zwei Bildschirme habt, dass ihr auf dem einen Bildschirm mir folgt und beim anderen vielleicht bei euch selber schaut. Aber bei diesen ersten Schritten müsst ihr auch erstmal nichts wirklich machen. Das ist einfach nur, um euch erstmal einen Überblick zu geben. Gerade für diejenigen, die noch nie mit einem GIS gearbeitet haben. Aber es gibt ja auch noch ein paar Unterschiede zwischen ArcGIS und QGIS zum Beispiel. So sieht bei mir normalerweise die Benutzeroberfläche von QGIS aus, wenn ich es einfach öffne. QGIS hat verschiedene Komponenten in der Benutzeroberfläche. Die können unterschiedlich angeordnet sein. Die können auch unterschiedlich große Anteile am Bildschirm haben. Man kann sie auch teilweise untereinander verschieben, aber ich werde jetzt erstmal sozusagen die Hauptkomponenten der Benutzeroberfläche euch eine nach der anderen vorstellen. Und ihr könnt euch dann in eurem QGIS das anordnen, wie ihr denkt, dass ihr das wirklich braucht. Zunächst einmal hat QGIS unglaublich viele Menü-Unterleisten. Und die werden wie ein Rahmen am Rande der Benutzerübersicht angeordnet. Ganz oben sehen wir so ganz klassisch Reiter, wo steht Projekt, Bearbeiten, Ansicht und so weiter. Da ist eigentlich alles drin. Und diese ganzen Icons, die sind optional aktivierbar. Die kann man aktivieren, indem man irgendwo auf irgendeiner Menüleiste mit der rechten Maustaste klickt. Und dann bekommt man ganz viele Werkzeugkästen zur Auswahl, die man dann per Häkchen aktivieren kann oder auch nicht. In dem Screenshot, den ihr bei mir jetzt gerade seht, seht ihr ja auch einige Icons, die ausgegraut sind. Auch teilweise, weil gerade keine Daten in diesem QGIS sind, aber auch, weil sie teilweise einfach nicht aktiviert sind. Und außen rechts seht ihr nochmal diesen einen Teil der Menüleiste, wo Verarbeitungswerkzeuge drüber steht. Da könnt ihr über die Suchleiste auch nach Begriffen nach verschiedenen Werkzeugen suchen. Das ist gerade dann sehr hilfreich, wenn man gar nicht genau weiß, welches Werkzeug man will, sondern eher so ein paar Schlagwörter erstmal eingibt.
Der zweite Bereich, auf den ich euch hinweisen will, ist das Kartenfenster. Im Kartenfenster sehen wir, wie der Name auch schon sagt, unsere Karten. Also mit Karten ist hier gemeint, unsere Daten visuell dargestellt in ihrer räumlichen Ausdehnung. Das Kartenfenster ist eng verbunden mit dem Layerfenster oder auch der Layerübersicht unten, in meinem Fall jetzt unten links. Bei manchen könnte das auch weiter oben sein. Vielleicht würde das auch die ganze Spalte einnehmen. Denn je nachdem, was im Layerfenster passiert, sehen wir den Output dann im Kartenfenster. Um das mal zu illustrieren, ich habe jetzt mal drei Layer hier eingeladen. Ich habe immer den Layer eingefärbt mit Grün, den ihr gerade seht. Also ihr seht jetzt gerade im Kartenfenster die Basiskarte, die in meinem Layerfenster OSM Standard heißt. Wenn ich jetzt im Layerfenster die Reihenfolge der drei Layer untereinander verändere und den zweiten, gerade an zweiter Stelle stehenden Layer nach oben ziehe, also den kombinierten Layer, dann erscheint er auch plötzlich über der Basiskarte. Das heißt, über die Reihenfolge im Layerfenster, das könnt ihr euch so vorstellen wie die Darstellung, die ich euch im ersten Wissensbaustein gezeigt habe, von diesen verschiedenen Layern, die man übereinander stapelt. Das ist quasi unsere Ansicht hier außen links. Und das, was oben liegt, wird auch zuoberst angezeigt. Also wenn ich jetzt den Layer NDVI von ganz unten nach oben ziehe, dann landet der über dem kombinierten. Kombiniertes ist als zweites, ist auch im Kartenfenster als zweites und ganz unten ist die Basiskarte. Ihr könnt auch einzelne Layer ausblenden oder auch wieder einblenden, indem ihr die Häkchen neben den einzelnen Layern aktiviert oder deaktiviert. Also wenn ich jetzt das Häkchen bei NDVI wegnehmen würde, dann hätte ich eigentlich wieder die gleiche Ansicht wie davor. Also sprich, dann würde ich dieses NDVI-Layer nicht sehen. Über dem Layerfenster gibt es noch das Browserfenster. Im Browserfenster gibt es zum Beispiel den Bereich Favoriten. Da könntet ihr jetzt euch zum Beispiel einen Pfad anlegen, um den Pfad in die gedownloadeten Daten, mit denen wir heute arbeiten, als Favorit zu markieren. Und dann könntet ihr immer sofort über diesen Pfad sehr gut an Daten kommen. Und über das Browserfenster bekommt ihr auch Zugang zu externen Geoportalen, also externen Quellen für Geodaten. Das werden wir heute nicht machen, aber wenn ihr innerhalb von QGIS sucht, dann findet ihr das unter anderem auch über das Browserfenster. Ganz unten, hier jetzt in Blau, seht ihr noch die Statusleiste. Über die Statusleiste seht ihr sehr viele allgemeine Informationen, also zum Beispiel, wenn ihr jetzt Kartenmaterial habt und irgendwo reinklickt, wird euch die Koordinate angezeigt, dieses jeweiligen Punktes, wo ihr hinklickt. Ihr seht, in welchem Maßstab eure Daten gerade angezeigt werden. Dann neben Maßstab gibt es noch den Bereich Vergrößerung. Da verändert ihr dann den Maßstab nicht, aber könnt einfach die Ansicht für euch ändern. Gleiches gilt auch für Drehung. Und dann noch ein Hinweis, gerade wenn ihr jetzt gleich mit anfangen mit den Daten zu arbeiten, gibt es hier unten diesen Bereich Zeichnen, wo man auch ein Häkchen setzen kann oder es wegnehmen kann. Wenn da kein Häkchen ist und man aber schon Daten eingeladen hat, dann kann man in dem Ausschnitt im Kartenfenster hin und her sich bewegen mit der Maus, ohne dass die Layer sich immer wieder neu laden. Das Problem ist allerdings, wenn ihr dann immer noch dabei seid, neue Layer einzuladen, dann werden die nicht angezeigt. Also ihr könnt euch überlegen, wenn wir schon relativ weit sind mit unseren praktischen Übungen, dieses Häkchen zu deaktivieren oder euch das generell zu merken, wenn ihr mit mehreren Layern arbeitet, dass ihr dieses Häkchen da deaktiviert und dann einfach, ja, euer Computer einfach weniger rechnen muss in dem Moment. Außen rechts seht ihr noch eine Zahl und die Abkürzung EPSG. Und das zeigt uns an, was für ein Koordinatenbezugssystem unser Projekt hat. Also quasi dieser Raum, den wir jetzt hier gleich gemeinsam auch eröffnen, ist dann unser Projekt. Und innerhalb dieses Projektes gibt es ein bestimmtes Koordinatenbezugssystem. Ich werde da heute jetzt nicht so sehr in die Details gehen, aber es geht vor allem darum, wie unsere Daten projiziert sind. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man mit Satellitendaten arbeitet, ist dieses Koordinatenbezugssystem aber sowieso für die Satellitendaten schon mal vorgegeben. Und wir werden dann einfach das Koordinatenbezugssystem unserer Satellitendaten nutzen.
Ich hoffe, dass ihr spätestens jetzt euer QGIS geöffnet habt, wisst, wo eure Daten sind, die Daten entpackt sind und so weiter. Hier schon mal ein kleiner Teaser. Das ist sozusagen das Endprodukt, auf das wir mindestens hinaus wollen. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch weiter als das. Wir wollen das Satellitenbild, was wir jetzt einladen, dann zuschneiden. Und das wäre zum Beispiel eine Darstellung vom NDVI, also vom Vegetationsindex, für einen kleineren Ausschnitt des Satellitenbildes. Wir beginnen jetzt damit, Daten einzuladen, werden dann eine Basiskarte via einem Plugin hinzufügen, dann ein virtuelles Mehrkanalraster erstellen und verschiedene Bandkombinationen testen. Dann werden wir ein Untersuchungsgebiet eingrenzen mithilfe eines Polygons und werden dann noch ein paar Indizes berechnen. Zuallererst laden wir jetzt also unsere Rasterdaten ein und gruppieren sie. Wir erinnern uns, so würde das jetzt ohne Benutzeroberfläche von QGIS aussehen und so eine Ansicht solltet ihr am Ende dieses ersten Übungsschrittes in eurem QGIS haben. Ihr habt jetzt alle schon geprüft, dass ihr die Daten am richtigen Ort habt und ich bitte euch, schaut, wenn möglich, die Demo einfach an und macht Schritt für Schritt mit. Also ihr müsst nicht abwarten, bis ich alles vorgemacht habe, sondern macht wirklich jeden Schritt mit. Ihr habt jetzt wahrscheinlich ein neues Projekt, beziehungsweise ihr habt erstmal so vielleicht so eine Ansicht so ungefähr und ihr öffnet jetzt sozusagen ein neues Projekt. Das könnt ihr entweder über dieses weiße Icon oben links machen oder auch auf neues leeres Projekt klicken unter den Projektvorlagen. Ihr könnt das auch über den Reiter machen, auf Projekt und dann neu gehen. Und dann würde ich euch bitten, das Projekt direkt zu speichern. Das könnt ihr zum Beispiel auch über Projekt und dann speichern als. Und ich würde euch empfehlen, das im gleichen übergeordneten Ordner abzulegen, wie da, wo eure Input- und Output-Ordner sind. Vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen andere Namen für diese Ordner, aber Input und Output solltet ihr auch haben. Ich habe jetzt mein Projekt, das Einstieg genannt und einfach auf diese obere Ebene gelegt, damit ich das dann auch weiß, wo das Projekt ist und die Daten und das Projekt nah beieinander habe. Es ist übrigens immer eine gute Idee, bei GIS-Projekten sich solche Input- und Output-Ordner anzulegen, weil man sonst Gefahr läuft, sehr leicht Daten sozusagen irgendwo im Computer zu verlieren. Und wenn man die dann löscht oder verschiebt, dann kann das Projekt später nicht mehr darauf zugreifen. Noch einen Hinweis, in den Dateinamen oder auch in den Pfaden sollten keine Leerzeichen sein. Wir gehen dann oben in dem Reiter Layer zu dem Bereich Layer hinzufügen und da gibt es so einen Pfeil an der Seite, das lässt dann sozusagen die nächste Menüebene sich öffnen und klicken dann auf Raster Layer hinzufügen. Es gibt verschiedene Wege, zu diesem Punkt zu kommen, aber das ist der Weg, der bei euch allen auf jeden Fall vorhanden sein sollte, weil eben diese Reiter sich wirklich nicht ändern in QGIS. Dann solltet ihr dieses Fenster haben, was sich öffnet, mit dem Titel Datenquellenverwaltung. Und ihr seht jetzt in diesem Hauptfenster Quelltyp und Quelle. Und neben Quelle gibt es diese drei Punkte außen, die ich hier orange umrandet habe. Da klickt ihr jetzt bitte mal drauf. Ich würde euch bitten, navigiert mal in eurem Microsoft Explorer oder Windows Explorer zu dem übergeordneten Ordner, in dem ihr Inputs, Outputs und so weiter drin habt. Geht dann in den Ordner Input und innerhalb des Ordners Input geht ihr zu dem Ordner Rasterdaten. Wenn wir den Ordner geöffnet haben, sehen wir wieder zwei Unterordner und zwar bei euch wahrscheinlich sogar drei. Ich habe mich jetzt tatsächlich nur auf diese zwei Ordner beschränkt. Ich werde auch die ganze Übung mit diesen zwei Ordnern machen. Wir haben euch extra alle Dateien zur Verfügung gestellt, damit dieser Datensatz komplett ist. Dieses R10, 20 und 60 steht für die verschiedenen räumlichen Auflösungen der verschiedenen Satellitenbänder. Wir haben es hier aber trotzdem mit den Daten von einer einzelnen Aufnahme von Sentinel-2 zu tun. Und diese Aufnahme ist eben aufgesplittet in die verschiedenen Bänder. Und die sind dann wiederum in diese verschiedenen Ordner abgelegt, je nach räumlicher Auflösung. Wir fangen jetzt an und öffnen den Ordner mit 10 Meter Auflösung, der hier umrandet ist. Und als nächstes sehen wir hier zwei verschiedene Dateitypen. Ich habe jetzt mal die blau markiert, die ihr bitte auswählen sollt. Also wir wollen jetzt alle Dateien auswählen, die in .jp2 enden
Und die XML-Dateien könnt ihr quasi überspringen. Die brauchen wir nicht. Wir sehen aber hier am Dateinamen, dass auch im Dateinamen immer 10 Meter drin steht. Also das heißt, das sind alles Bänder mit 10 Meter Auflösung. Und vor der 10 sehen wir jeweils ein B und eine Zahl. Also B02, B03 und so weiter. Das steht eben jeweils für das Band. Also wir können hier anhand des Dateinamens auch sehen, von hinten nach vorne gelesen jetzt, wir haben es mit 10 Meter Auflösung zu tun. Wir haben die Bänder 2, 3, 4 und 8. Und dann kommt eine sehr, sehr lange Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Das sagt uns unter anderem das Datum der Aufnahme und ganz vorne die Kombination aus Zahlen und Buchstaben, dieses T32ULU. Das sagt uns, welche Satellitenszene das ist, also wo auf der Erde diese Satellitenszene aufgenommen wurde. Aber ihr müsst euch jetzt nicht Sorgen machen, dass ihr das irgendwie auswendig können müsst, wo welche Nummer ist oder wo welcher Code ist. Wir haben diese Daten jetzt ausgewählt und klicken dann auf Open oder Öffnen bei euch wahrscheinlich. Und dann erscheint ein Dateipfad in dem Fenster neben diesen drei Punkten, wo ihr gerade drauf geklickt hattet. Dann könnt ihr unten auf Hinzufügen klicken. Und dann sollten im nächsten Schritt diese Raster-Layer, die die 10 Meter Bänder von Sentinel-2 repräsentieren, im Layer-Fenster auftauchen, unten links. Ungefähr so. Und dann könnt ihr den gleichen Schritt direkt für den Ordner R20 Meter wiederholen. Also ihr könnt wieder auf diese drei Punkte gehen, könnt dann wieder zu dem Ordner navigieren, den Ordner R20 öffnen. Dort könnt ihr einfach die Dateien markieren, auf Öffnen oder Open klicken und dann könnt ihr unten wieder Hinzufügen klicken und dann dieses Fenster Datenquellenverwaltung schließen. Wir haben jetzt hier diese relativ kryptischen, langen Dateinamen. Wir sehen, hier haben wir irgendwelche Dateien mit 20 Meter Auflösung und hier sehen wir so ein paar mit 10 Meter Auflösung. Aber wir sehen auch schon, jetzt müssten wir eigentlich anfangen zu scrollen, um diese ganzen verschiedenen Raster-Layer überhaupt sehen zu können. Und um es ein bisschen übersichtlicher zu machen, gruppieren wir diese einzelnen Layer jetzt. Wir gruppieren diese Layer im Layer-Fenster jetzt nach räumlicher Auflösung. Also wir machen das so ein bisschen analog wie im Windows Explorer. Da war das ja auch nach räumlicher Auflösung sortiert. Das machen wir hier der Übersicht halber auch. Und dafür machen wir folgende Schritte. Wir wählen jetzt zum Beispiel mal alle 20 Meter Rasterbilder aus. Also wir klicken auf eins drauf, halten die Steuerungstaste gedrückt, klicken auf das nächste, halten die Steuerungstaste weiterhin gedrückt und auf das dritte. Und dann haben wir sie alle drei markiert. Und wenn wir die drei dann markiert haben, dann klicke ich mit der rechten Maustaste auf eines dieser Layer und dann erscheint so eine Art Untermenü. Das werden wir auch heute immer wieder sehen. Also dieses Untermenü, könnt ihr euch merken, gehört zum Klick mit der rechten Maustaste. Aber wenn ich mehrere ausgewählt habe, mehrere Layer, dann bietet mir dieses Untermenü unter anderem die Option Gewählte gruppieren an. Das würde es mir natürlich nicht bieten, wenn ich nur ein Layer auswähle. Dafür muss ich also mindestens zwei Layer ausgewählt haben. Und wenn ich da draufklicke, auf Gewählte gruppieren, dann öffnet sich im Layer-Fenster eine Gruppe. Diese drei Layer werden da eingeordnet. Und diese Gruppe kann man dann auch benennen. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe zum Beispiel jetzt meine Gruppe erstellt. Da sieht man, hier oben ist so ein Symbol. Das sieht aus wie so zwei Papiere oder zwei Kacheln und so eine Art Büroklammer darum. Und ich habe diese Gruppe jetzt einfach 20 Meter genannt. Und man sieht, diese drei Layer, die ich da sozusagen reingruppiert habe, die sind so ein bisschen versetzt, eine Ebene nach hinten dadurch. Und ich kann, um ein bisschen das übersichtlicher zu gestalten, da wo ich dieses orangene Kästchen gemacht habe, kann ich draufklicken und dann klappt sich die Ansicht der Gruppe so ein, dass ich dann nur noch 20 Meter sehe. Und genau das Gleiche könnt ihr jetzt nochmal mit den 10 Meter Layern machen. Dann haben wir jetzt ein bisschen Ordnung geschaffen, zumindest im Layer-Fenster, und wollen dann im nächsten Schritt eine Basiskarte einladen. Dafür nutzen wir ein Plugin. So ungefähr sollte dann das am Ende aussehen, also eure Ansicht eurer Satellitenszene vor einer Basiskarte. Auch in diesem Schritt schau dir gerne die Demo an und mache möglichst Schritt für Schritt mit.
Hier habe ich euch mal einen Screenshot gemacht von dem Plugin Repository, also sozusagen der Plugin-Bibliothek, wenn man so will. Denn QGIS ist auch insofern ein Teamprojekt, als dass es einen Kern an Menschen gibt, die sich mit dem gesamten Programm beschäftigen. Und dann gibt es viele, viele, viele Spezialisten, die gerade aus ihrem Spezialbereich Zusatzfunktionalitäten entwickeln, die man nicht unbedingt braucht, die man wirklich nur für bestimmte Nischenanwendungen braucht. Und damit dieses Programm nicht ins Unendliche wächst und man nicht irgendwie die halbe Festplatte braucht, um es zu installieren, kann man sich nach Bedarf dann stattdessen Plugins dazu installieren. Für unsere Zwecke nutzen wir jetzt ein Plugin, was sehr, sehr universell ist, was man eigentlich für fast jede Anwendung brauchen kann. Und das ist eben ein Basiskarten-Plugin. Und ich zeige euch jetzt allgemein, wo man in der QGIS-Oberfläche Plugins laden kann. In eurem QGIS geht oben im Reiter auf Erweiterungen und klickt dann auf Erweiterungen verwalten und installieren. Wenn ihr auf Erweiterungen verwalten und installieren klickt, dann sollte sich so eine Ansicht öffnen. Also ein Pop-up-Fenster. Ich habe das jetzt hier ein bisschen größer gezogen. Und das Plugin, was wir suchen, das nennt sich Quick Map Services. Deswegen tippt das mal bitte oben in der Suchleiste ein. Quick Map Services, so wie es hier geschrieben wird, als ein Wort. Ich glaube nicht, dass man unbedingt die Groß- und Gleichschreibung beachten muss. Aber man sieht hier zum Beispiel auch, wenn man es schon gesucht hat, dann gibt es schon mal so eine Übersicht, ein Satz, was es eigentlich für ein Plugin ist. Bewertungen, die sind sehr, sehr gut. Die Anzahl der Downloads, da sind wir auch im Millionenbereich, also viele Leute nutzen das. Und dann klickt bitte mal unten auf Erweiterung installieren. Denn so könnt ihr das Plugin dann bei euch zu QGIS hinzufügen. Hier oben unter Web kann man das dann einstellen. Ihr klickt dann auf OSM und dann öffnet sich wieder so ein Seitenmenü mit einer Option OSM Standard. Und da klickt ihr bitte mal drauf. Was passieren kann, ist Folgendes. Es könnte sein, dass ihr jetzt plötzlich OSM Standard ganz groß seht. Was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt auf eines der anderen Layer klicken mit der rechten Maustaste und dann die Option auf Layer zoomen auswählen. Was auch passieren kann, ist, dass euch dieses OSM Standard gar nicht in dem Layerfenster angezeigt wird, weil es aus Versehen in eine dieser zwei Gruppen reingerutscht ist. Also es könnte sein, wenn ihr dann 20 Meter mal aufmacht oder 10 Meter aufmacht, dass es dann plötzlich als Unterlayer in einem dieser Gruppen angezeigt wird. Dann könnt ihr das einfach rausziehen. Ganz simpel Drag and Drop aus der Gruppe rausziehen. Was du nämlich auch machen kannst, wenn du hier im Browserfenster runterscrollst, dann kommt hier die Option XYZ. Und wenn du das aufklappst, dann gibt's die Option OpenStreetMap. Diese Hintergrundkarten sind super praktisch, aber für unsere Analyse machen die eigentlich keinen Unterschied. Also es ist wirklich primär dazu da, dass man sich besser vorstellen kann, wo man sich eigentlich gerade befindet. Aber ihr könnt die weiteren Schritte alle auch weitermachen, ohne dass ihr die Karte seht. Und somit kommen wir auch schon zum nächsten Teil der Übung. Und zwar, wie ihr ein virtuelles Mehrkanalraster erstellen könnt. Ein Mehrkanalraster könnte dann am Ende ungefähr so aussehen. Wir hatten ja schon uns angeschaut, wie Sentinel-2 Informationen aufzeichnet, und zwar eben in diesen verschiedenen Bändern. Und das sind im Endeffekt ja Datensätze, die unabhängig sind voneinander. Deswegen muss man die jetzt eigentlich erstmal noch irgendwie kombinieren. Dafür geht ihr mal oben in dieser Reiterleiste zum Punkt Raster, geht dann runter bis zu Sonstiges und dann öffnet sich wieder ein Untermenü und klickt dann mal auf virtuelles Raster generieren. Dafür ist es egal, was ihr unten in dem Layerfenster ausgewählt habt. Also hier ist das jetzt, ist bei mir ja die 20 Meter Gruppe blau hinterlegt. Das ist egal für diesen Zweck. Also wenn ihr auf Raster, Sonstiges, virtuelles Raster generieren geklickt habt, dann öffnet sich diese Ansicht. Und da steht auch oben drüber, virtuelles Raster generieren. Dann bitte ich euch erstmal darauf zu achten, dass links
wo ich diesen einen orangenen Kasten gemacht habe, ein Häkchen gesetzt ist bei Place each input file into a separate band. Dieses Pop-up-Fenster ist ein gutes Beispiel dafür, was ich vorher meinte mit verschiedenen Sprachen, weil es gibt schon viele Komponenten von QGIS, die übersetzt sind, aber oft so einzelne Funktionen sind dann oft immer auf Englisch. Dann, wenn ihr das angeklickt habt, dann geht ihr oben rechts auf diese drei Punkte. Denn jetzt wählen wir die Bänder aus oder die Layer aus, die wir kombinieren wollen in diesem Mehrkanalraster. Ihr könnt jetzt zum Beispiel außen rechts einfach auf alle wählen klicken und dann das Häkchen bei OSM Standard wieder rausnehmen. Also es geht primär darum, dass alle Satellitenbilder, die wir eingeladen haben, von Sentinel-2 angeklickt sind. Das sollten 4 mit 10 Meter Auflösung sein und 3 Bänder mit 20 Meter Auflösung. Dann wollte ich euch noch auf die Namenssortierung hinweisen, denn wenn ihr jetzt wieder von hinten guckt auf die Namen, da steht ja jeweils 10 Meter, 20 Meter, wieder einen Schritt nach links geht, da steht wieder B02, B03 und so weiter. Die Reihenfolge hier ist nicht gleich der Reihenfolge, die wir bei der Bänderübersicht von Sentinel-2 in der Grafik gesehen haben. Es ist einfach sozusagen alphabetisch sortiert. Also wir haben hier jetzt B02, B03, B04, B08, dann kommt ein Sprung, dann kommt nämlich 11 und 12. Und das Band 8a, auch wenn das von der Wellenlänge da nicht hingehört, kommt erst nach dem Band 12. Da muss man drauf achten. Wir haben euch dafür eine kleine Übersichtstabelle erstellt. Die Bandnummer von Sentinel-2 seht ihr jetzt in der mittleren Spalte, auch immer noch mit den räumlichen Auflösungen dahinter. Und die Kanalnummer, der diese verschiedenen Bänder dann zugeordnet werden in QGIS, die seht ihr links. Diese Nummern läuft dann von 1 bis 7, weil wir ja insgesamt 7 Bänder zuordnen. Und das, worauf ihr vor allem achten müsst, ist der Kanal 7. Das wäre nämlich dann das Band 8a. Rechts in der Spalte seht ihr nochmal, welchem Wellenlängenbereich diese jeweiligen Bänder entsprechen. Ihr müsst euch jetzt diese Tabelle nicht auswendig merken. Wir werden die euch auch noch ein paar Mal zeigen. Die wird euch aber bei euren praktischen weiteren Übungen unterstützen. So, wenn ihr diese 7 Bänder markiert habt, klickt ihr auf OK und dann kommt ihr zurück zu der vorherigen Ansicht. Da habe ich einfach nur ein bisschen runtergescrollt. Und dann stellen wir noch sicher, dass wir das Mehrkanalraster, was wir jetzt erstellen, auch speichern. Dafür gehen wir eben in diesem Menü ein bisschen nach unten, klicken dann bei Virtuell rechts auf diese drei Punkte und dann öffnet sich dieses Untermenü mit in temporärer Dateispeichern oder in Dateispeichern. Und dann klickt ihr alle auf in Dateispeichern. Und dann sollte sich für euch wieder ein Windows Explorer Fenster öffnen, wo ihr einen Namen vergeben könnt für die Datei, die ihr jetzt erstellt. Bei mir heißt die Datei kombiniert und achtet mal hier oben auf den Dateipfad. Ich habe jetzt bewusst, bin ich sozusagen zu dem Unterordner Output navigiert und habe dann extra noch den Unterordner Rasterdaten dort ausgewählt, weil das ist jetzt eine Rasterdatendatei, die ich selber erstelle. Also das ist mein Output. In dem Input waren ja die Satellitenbilder, die ich sozusagen in das QGIS reingebe und in den Output-Ordner kommen dann die Dateien, die ich aus dem QGIS heraus generiere. Und wie gesagt, bei mir heißt diese Datei einfach kombiniert. Dann klicke ich noch auf Save oder Speichern und dann solltet ihr einfach nur noch auf Los klicken müssen. Und dann wird dieser Algorithmus durchlaufen. Das sieht dann so aus. Und jetzt sollten wir in unserem Layerfenster das gerade generierte Mehrkanalraster sehen. Bei mir jetzt mit dem Namen kombiniert. Und es ist, wie ihr seht, im Layerfenster ganz oben und dadurch liegt es auch über meinen rohen Satellitenbildern in den Gruppen und auch über der Basiskarte. Wir haben jetzt hier diese Ansicht unseres Mehrkanalrasters und vielleicht seht ihr es auch schon so aus der Ferne, aber wenn man jetzt mal mit der Maus sozusagen in dieses Layerfenster reingeht und einfach mal mit dem Mausrad zum Beispiel so ein bisschen dreht, dann kann man da ranzoomen. Und wenn man das tut, dann fällt einem ziemlich schnell auf, dass die Farben irgendwie nicht stimmen. Also so sieht ja unsere Erdoberfläche nicht aus. Und deswegen werden wir jetzt im nächsten Schritt uns angucken, wie wir innerhalb von QGIS Bandkombinationen erstellen können, ausgehend von diesem Mehrkanalraster.
Am Ende haben wir dann zum Beispiel so eine Ansicht von Echtfarben. Wir können uns aber das Ganze auch natürlich in Falschfarben oder anderen Bandkombinationen anzeigen lassen. Zunächst einmal bitte ich euch, mit mir die Demo mitzumachen. Und dann haben wir euch noch eine PDF-Datei zusammengestellt mit dem Titel Bandkombinationen-Indizes-Beschreibung. Die solltet ihr mit runtergeladen haben und die liegt im Ordner Anleitungen. Und aus diesem PDF könnt ihr dann, nachdem wir die Demo gemacht haben, nochmal eine weitere Bandkombination wenigstens erstellen. So, wir beginnen wieder bei der Ansicht. Ich habe jetzt einfach da in dieses Bild reingezoomt. Das ist egal, welcher Zoom-Faktor da jetzt drin ist. Aber auf jeden Fall macht ihr jetzt folgende Schritte. Ihr klickt mit der rechten Maustaste wieder auf das Mehrkanalraster, also auf das kombinierte Raster und wählt dann die Option Eigenschaften aus. Die ist ganz unten. Wenn ihr das macht, dann öffnet sich wieder ein Pop-up-Fenster und achtet darauf, dass wir jetzt links außen in den Bereich Symbolisierung wollen. Und unter Symbolisierung könnt ihr jetzt die Kanaldarstellung einstellen. Das machen wir wieder analog zu der Erklärung, die ich davor gegeben habe. Wir haben hier oben drei Farbkanäle, den roten, den grünen und den blauen Kanal. Ihr müsst einfach darauf achten, dass ganz oben, wo Darstellungsart steht, Multikanalfarbe eingestellt ist. Und jetzt widmen wir uns der Frage, welche Bänder wir dem roten, grünen und blauen Kanal hier zuordnen. Aktuell sehen wir jetzt im roten Kanal Kanal 1, im grünen Kanal Kanal 2 und im blauen Kanal Kanal 3. Und hier ganz unten sieht man einen Thumbnail, also eine ganz kleine Abbildung des Bildes. Wir erinnern uns, wir hatten es eben gesehen, es ist irgendwie komisch. Es gibt irgendwelche blauen Flächen da drin, die nicht blau sein sollten. Das heißt, um jetzt eine Echtfarbendarstellung zu erstellen, können das nicht diese drei Kanäle sein. Nochmal für euch zur Erinnerung, wir hatten ja dieses Mehrkanalraster erstellt und in diesem Mehrkanalraster haben wir 7 Kanäle. Also wir hatten ja 7 Bänder von Sentinel 2 in diesem Mehrkanalraster kombiniert und die sind dann einfach durchnummeriert worden, unabhängig davon, wie die Bänder eigentlich heißen. Hier nochmal die Tabelle zur Erinnerung, also Kanal 1 steht für Band 2, Kanal 2 steht für Band 3 und so weiter. Mithilfe dieser Tabelle kann man sich jetzt auch zusammenreimen, wie eine Echtfarbendarstellung aussehen müsste. Weiß noch jemand die Bandkombination von Sentinel 2 für eine Echtfarbendarstellung? Und dann möchte noch jemand vielleicht die Kanalkombination in QGIS reinrufen dementsprechend. Und das stellen wir jetzt ein. Also roten Farbkanal muss Kanal 3, analog zu Band 4. Grüner Kanal ist Kanal 2, analog zu Band 3 und blauer Kanal ist Kanal 1, analog zu Band 2. Das könnt ihr direkt mal zuordnen. Dann könnt ihr euch erstmal angucken, wie es bei euch überhaupt aussieht. Also ihr klickt dann, nachdem ihr 3, 2, 1 eingestellt habt, unten auf OK. Und bei mir sieht dann mein Mehrkanalraster plötzlich so aus. Also keine blauen Felder mehr. Finde ich sehr gut. In der Zwischenzeit können wir jetzt auch nochmal genau das gleiche Prozedere nochmal machen, um eine Falschfarbenkombination zu erstellen. Dafür gehen wir wieder mit der rechten Maustaste auf Kombiniert, wählen Eigenschaften. Anstatt der Kombination, die wir eben hatten, von 3, 2, 1. Für die Falschfarbenkombination brauchen wir die Bänder 8, 4 und 3. Und das entspricht den Kanälen 4, 3 und 2. Und die könnt ihr jetzt mal zuordnen. Und wenn ihr das zugeordnet habt, wieder unten auf OK klicken. Wenn ihr da drauf geklickt habt, dann sollte eure Ansicht ungefähr so aussehen. Also zumindest, wenn ihr reinzoomt. Wenn ihr jetzt weiter weg gezoomt habt, dann sieht das vielleicht ungefähr so aus. Aber so ungefähr ist die Farbgebung dann. Und ich würde euch jetzt mal Zeit geben. Ihr könnt dafür jetzt dieses PDF mal zu Rate ziehen, was wir euch zur Verfügung gestellt haben, wo andere Bandkombinationen drinstehen und einfach mal aufgrund der dort angegebenen Bandkombinationen wenigstens eine andere Bandkombination ausprobieren. Ich zeige euch mal so zur Anregung, wie das aussehen kann. Also hier mal ein Beispiel von Kombinationen der Bänder 11, 8a und 2, die landwirtschaftliche Flächen hervorhebt. Dann hier eine Abbildung mit den Bändern 12, 11 und 4. Die zeigt uns die Bandkombination False Color Urban, also Falschfarben Urban. Da sehen wir wieder die urbanen Gebiete sehr stark hervorgehoben. Hier eine Bandkombination
um geologische Eigenheiten hervorzuheben mit den Bändern 12, 4 und 2. Und Shortwave Infrared gibt uns Informationen über Feuchtigkeit des Bodens oder der Vegetation mit den Bändern 4, 3 und 1. Das müsst ihr euch aber jetzt nicht merken, welche Bandkombinationen das sind. Die stehen alle in dem Dokument, was ich euch zur Verfügung gestellt habe. Und hier nochmal die Tabelle zur Erinnerung, damit ihr euch daran langhangeln könnt, welche Kanalnummern welchen Bändern entsprechen. Ich würde euch auch empfehlen, bevor ihr das einstellt, euch das vielleicht einfach nochmal handschriftlich aufzuschreiben. Also wenn ihr euch eben überlegt, ich will die Bänder 12, 8a und 2 kombinieren, dann schreibt es euch nochmal in den Kanalnummern auf, bevor ihr sie einstellt. Wir gehen weiter zur nächsten Übung. Und zwar möchten wir jetzt ein kleineres Gebiet aus diesem Satellitenbild ausschneiden. Das heißt, das ist jetzt der Punkt, wo wir zusätzlich zu den Rasterdaten, mit denen wir arbeiten, auch zum ersten Mal Vektordaten zum Einsatz bringen und diese Vektordaten tatsächlich auch selber generieren. Hier mal als Beispiel, wie das dann am Ende aussehen würde. Die Sentinel-2-Szene beispielshalber in einer Falschfarbenkombination dargestellt. Wir werden jetzt so eine Vektordatei erstellen, darin ein Polygon aufziehen, ein Rechteck, und dann das Polygon nutzen, um den Rest dieses Satellitenbilds zu entsorgen, weil wir jetzt einfach einen bestimmten Bereich nehmen wollen. Und das sieht dann so aus, wenn man es ausgeschnitten hat und rangezoomt, ist dann ungefähr das übrig. Ich bitte euch wieder mitzumachen, Schritt für Schritt. Zuallererst gehen wir jetzt wieder in dem Reiter oben auf den Bereich Layer, gehen dann runter zu Layer erstellen. Das erste Mal hatten wir Layer hinzufügen, jetzt kreieren wir einen neuen Layer und gehen dann zu neuer Shape-Datei-Layer. Ein Shape-Datei-Layer in diesem Sinne ist eine Vektordatei. Wenn ihr da draufklickt, dann öffnet sich dieses Pop-up. Da könnt ihr jetzt Spezifikationen für eure neuen Shape-Datei-Layer angeben. Unter Geometrietyp stellt ihr bitte Polygon ein und dann klickt ihr oben neben Dateiname, neben diesem leeren Feld ganz oben auf die drei Punkte. Dann könnt ihr nämlich wieder einen Speicherpfad und einen Namen für diese neue Vektordatei anlegen. Ich habe diese Datei dann abgelegt unter Outputs in Vektordaten, weil ja QGIS mir sozusagen diese Vektordatei jetzt erstellt. Und meine Vektordatei heißt Interessensgebiet-AOI. Also AOI steht für Area of Interest. Das ist einfach so diese allgemeine Bezeichnung, die viele Leute nutzen. Und damit ihr euch noch merkt, wofür es steht, habe ich es nochmal auf Deutsch davor geschrieben. Und klicke dann auf Save oder Speichern. Dann haben wir sozusagen schon mal den Ort und den Namen definiert, wo diese Datei dann landen soll. Dann kehre ich zurück zu der Ansicht dieses Pop-up-Fensters und muss dann eigentlich auch nichts weiteres mehr einstellen. Klicke einfach unten auf OK. Und im nächsten Schritt sollte dann diese gerade neu erstellte Datei, also dieser Layer, auch in eurer Layer-Übersicht erscheinen. Idealerweise ganz oben, vielleicht ist es wieder in irgendeiner Gruppe gelandet. Ich hoffe, es ist ganz oben. Aber bisher haben wir ja überhaupt nicht weiter definiert, was die Form oder das Ausmaß dieser Datei sein soll. Das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Also wir haben jetzt sozusagen eine Datei erstellt, die momentan noch überhaupt kein Ausmaß hat, überhaupt keine weitere räumliche Definition, außer dass wir schon festgelegt haben, dass wir hier es mit Polygonen zu tun haben. Um jetzt damit arbeiten zu können, klicken wir mit der rechten Maustaste auf diesen Vektor-Layer, also auf Interessensgebiet-AOI in meinem Fall, und klicken dann in dem sich öffnenden Menü auf Bearbeitungsstatus umschalten. Da ist ein gelber Stift an der Seite. Und das ermöglicht es uns, mit diesem Layer zu arbeiten. Man sieht dann, wenn man da drauf geklickt hat, neben dem Namen des Layers in der Layer-Übersicht auch einen gelben Stift in dieser Kachel, die da angezeigt wird. Die Kachel kann übrigens auch eine andere Farbe haben bei euch. Die muss nicht gelb sein, wie bei mir. Und oben, da wo ich auch einen orangen Kasten rumgelegt habe, sollte das bei vielen Leuten jetzt auch in dieser Icon-Übersicht zu sehen sein. Da ist dieser gelbe Stift jetzt so ein bisschen dunkelgrauer hinterlegt. Also er ist jetzt aktiviert. Da wir es ja jetzt aktiviert haben, wählen wir jetzt ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten wollen. Dafür gehen wir auf den Reiter Bearbeiten ganz oben. Das ist jetzt ein Riesenmenü, das tut mir ein bisschen leid, das ist ein bisschen unhandlich. Geht dann auf Rechteck hinzufügen und dann öffnet sich ein weiteres Menü, wie man verschiedene Rechtecke hinzufügen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Rechteck gezeichnet, in dem ich ausgewählt habe,
Rechteck nach Ausdehnung hinzufügen. Ihr seht aber, in diesem riesengroßen Menü gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, hier irgendwas zu zeichnen. Das ist eine super, super simple Möglichkeit, das zu machen. Also wählt am besten das so aus, das würde ich euch so empfehlen, Rechteck nach Ausdehnung hinzufügen. Wenn ihr das angeklickt habt, dann klickt ihr zuerst irgendwo in dem Bereich, wo auch ihr das Satellitenbild seht, mit der linken Maustaste irgendwo hin und dann bewegt ihr die Maus woanders hin. Und dann sollte sich damit eigentlich schon ein Rechteck öffnen. Das ist der erste Schritt. Und wenn ihr der Meinung seid, das Rechteck ist jetzt groß genug, dann klickt ihr mit der rechten Maustaste. Und somit sollte sich das Rechteck schließen. Wenn es sich geschlossen hat, dann erscheint ein Pop-up-Fenster und fordert euch auf, eine ID zu vergeben. Also eine Identität für diese Form, die ihr jetzt gerade aufgezeichnet habt. Das liegt daran, dass wir innerhalb dieses Interessensgebietes, was wir jetzt so genannt haben, wir werden jetzt nur eine Form da reinzeichnen. Aber man könnte da theoretisch viel mehr Formen reinzeichnen. Und damit man die auseinanderhalten kann, kann man den Namen geben, man kann den Nummern geben. Das ist dann jedem selbst überlassen, hängt so ein bisschen vom Projekt ab. Wir werden, wie gesagt, sowieso nur eine Form in diesem Vector Layer unterbringen. Und ich nenne meine Form jetzt der Einfachheit halber einfach 01. Also die ID von meinem Rechteck ist jetzt 01. Klicke dann OK. Und dann erscheint bei mir zumindest mein Interessensgebiet als ein solider, farbiger Klotz sozusagen, also als Rechteck. Zunächst einmal gehe ich nochmal mit der rechten Maustaste auf das Interessensgebiet und es öffnet sich wieder das Menü. Ich klicke auf Layer-Änderungen speichern, damit dieses Rechteck, was ich jetzt gerade angelegt habe, auch wirklich da bestehen bleibt und kann dann auch im nächsten Schritt den Bearbeitungsstatus wieder beenden und klicke dafür einfach auf Bearbeitungsstatus umschalten und dann sollte dieses Stiftsymbol auch verschwinden. Und wenn ich das getan habe, dann klicke ich wieder mit der rechten Maustaste auf diesen Vector Layer, klicke dann ganz unten auf Eigenschaften, dann öffnet sich wieder ein Pop-up-Fenster. Wir waren hier in diesem Bereich Symbolisierung schon für die Rasterbilder, da haben wir die Kanäle eingestellt. Jetzt sind wir ja bei einer Vektordatei, deswegen sieht das hier komplett anders aus. Gerade haben wir eine gefüllte Fläche in dieser Form drin. Ich möchte aber nur eine einfache Linie, eine sogenannte Outline-Linie. Es werden einem unten oft auch schon so Vorschläge gemacht, wie man sich sein Rechteck darstellen lassen kann. Ich habe da jetzt einfach ausgewählt Outline Red. Ich hoffe, ihr habt das auch alle zur Vorauswahl. Ihr könnt auch gerne irgendeine andere Farbe nehmen. Es geht einfach darum, dass man dann nur noch die Grenzen des Rechtecks eingezeichnet hat und der Körper des Rechtecks selbst quasi transparent ist. Wenn ihr also irgendeine Outline euch ausgesucht habt, dann klickt ihr das an, dann klickt ihr auf OK. Und bei mir sieht es dann zum Beispiel so aus, nachdem ich einfach die Darstellung geändert habe, die Symbolisierung. Dann würde ich im nächsten Schritt dieses Rechteck nutzen, um tatsächlich den Rest des Satellitenbildes hinter mir zu lassen. Das brauche ich ja nicht unbedingt. Wenn ich jetzt sage, das ist das Gebiet, was mich interessiert, muss ich nicht jeden weiteren Schritt mit dem ganzen Satellitenbild machen, weil das mich ja jedes Mal wieder Rechenpower kostet und jedes Mal wieder Speicherplatz kostet, wenn ich mir wieder ein neues Zwischenprodukt ablege. Und deswegen gehe ich jetzt oben in dem Reitermenü auf Raster, gehe runter bis Extraktion und klicke dann auf Raster auf Layermaske zuschneiden. Wenn ich da raufgeklickt habe, öffnet sich wieder ein Pop-up-Menü und da achtet bitte drauf, dass in dem ersten Feld unter Eingabelayer ihr kombiniert, also euer Mehrkanalraster auswählt, darunter unter Maskenlayer euer Interessensgebiet auswählt, also dieses Rechteck, was wir gerade erstellt haben. Dann scrollt ihr rechts außen etwas herunter in diesem Fenster und dann gelangt ihr unten zu dem Bereich, wo ihr wieder eine Ausgabedatei definieren könnt. Da klickt ihr wieder auf die drei Punkte und klickt dann auf In Datei speichern. Wenn ihr da drauf geklickt habt, dann erscheint wieder ein Fenster in der Windows Explorer Ansicht. Dieses Mal erstellen wir ein Rasterbild. Denn wir nutzen die Vektordatei nur zum Ausschneiden. Wir erstellen jetzt keine neue Vektordatei. Wir begrenzen nur mit den Grenzen der Vektordatei das Rasterbild, was wir schon haben. Deswegen legt den Bildausschnitt, den ihr jetzt erstellt, bitte unter Output-Rasterdaten.
Ich habe diese Datei einfach Bildausschnitt-AOI genannt. Dann klickt ihr wieder unten auf Speichern oder Save und werdet ihr wieder zu dem Pop-up-Fenster zurückgeleitet, klickt dann auf Los. Und dann läuft dieser Algorithmus durch. Dieses größere, kombinierte und auch die einzelnen Rohdateien sozusagen von den Satellitendaten, die werden wir jetzt ausblenden, sodass wir dann eigentlich nur noch den Bildausschnitt haben. Dieser rote Rand kommt jetzt eigentlich nur noch von diesem Vektorpolygon dahinter, von dieser Vektorform. Ganz unten liegt die Basiskarte und oben ist eben dieser ausgeschnittene Bildteil. Kommen wir zur letzten Aufgabe, und zwar, wie wir gemeinsam einen Index erstellen können in QGIS. Und wir werden dafür den Index NDVI verwenden, einmal weil es ein sehr, sehr häufig genutzter Index ist, auch weil Sentinel-2 für Vegetationsanalysen einfach prädestiniert ist. So oder so ähnlich kann der NDVI dann aussehen. Ich würde euch bitten, wieder Schritt für Schritt mitzumachen. Und wenn wir mit der Demo durch sind, könnt ihr auch nochmal in die PDF-Datei gucken. Auf der zweiten Seite seht ihr dann nämlich verschiedene Indizes eingetragen. Da könnt ihr auch gerne noch einen weiteren Index nachbauen. Wir beginnen mit der NDVI-Berechnung oder der Indexberechnung allgemein, indem wir oben in der Reiterleiste auf Raster gehen und dann Rasterrechner auswählen, darauf klicken. Hier habe ich mal wieder gleich unsere viel geliebte Tabelle hinzugefügt. Also es ist jetzt wahrscheinlich eine etwas überwältigende Ansicht, die ihr hier habt. Worum es uns wirklich geht, ist der sogenannte Rasterrechner-Ausdruck ganz unten. Ich habe den hier mal hervorgehoben. Ihr könnt das jetzt entweder einstellen, indem ihr in der Liste von Rasterkanälen oben immer mit einem Doppelklick normalerweise das jetzt sozusagen nachbaut, was ihr hier seht. Und für die Klammern und die anderen operativen Zeichen klickt ihr auf die Icons unter Operatoren. Ihr könnt es euch aber auch leicht machen. Ich habe nämlich genau diesen Ausdruck in die geteilten Notizen gepackt. Da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr meinen Dateinamen ersetzt. Die Datei, auf die wir uns beziehen, ist ja die Rasterdatei, die wir gerade erstellt haben. Das ist der Bildausschnitt-AOI in meinem Fall. Vielleicht heißt er bei euch anders. Und dieses @4 und @3 lasst bitte stehen. Das bezieht sich eben auf die Kanalnummern. Für den NDVI, den hatten wir ja vorhin schon gesehen, brauchen wir die Bänder 8 und 4 von Sentinel-2. Das entspricht in unserem Rasterbild eben den Kanälen 4 und 3. Deswegen das @4 und @3. Und wenn ihr diesen Ausdruck jetzt entweder reinkopiert habt oder ihn nachgebaut habt, könnt ihr als nächstes ganz oben bei Ausgabelayer auf die drei Punkte klicken. Falls ihr übrigens unten irgendwie einen Fehler gemacht habt, zum Beispiel eine Klammer vergessen oder so, dann würde unter dem Feld stehen Ausdruck ungültig. Bei mir ist die Formel zumindest richtig, deswegen steht da Ausdruck gültig. Dann könnt ihr oben rechts, wie gesagt, auf die drei Punkte klicken, kommt wieder zu dem Datenmanager-Bereich sozusagen. Da würde ich euch bitten, zu Output und Rasterdaten zu navigieren, falls ihr da nicht schon seid, weil wir jetzt wieder ein Rasterbild erzeugen. Und ich habe mein Rasterbild einfach NDVI genannt. Dann klickt ihr auf Speichern, kommt wieder zur vorherigen Ansicht zurück. Da seht ihr oben den Dateipfad und das Ausgabeformat sollte GeoTIFF sein. Also ich halte nochmal fest, wir haben unten den Rasterrechner-Ausdruck stehen. Der Ausdruck ist gültig, wie das unten drunter bestätigt wird. Und wir haben einen Ausgabelayer-Namen in einem bestimmten Dateipfad abgelegt und klicken dann unten auf OK. Bei mir kommt dann das hier als Output heraus, als Ergebnis für meine NDVI-Berechnung. Wir sehen jetzt bei diesem NDVI-Bild Werte in Graustufen zwischen minus 0,6 und 0,9. Wir hatten ja vorhin gesagt, der NDVI läuft prinzipiell von minus 1 bis 1. Aber wir sehen, in diesem Fall haben wir gar nicht diese Grenzen. Dann können wir das Bild auch dementsprechend darstellen. Wir klicken dann wieder mit der rechten Maustaste auf NDVI, öffnen die Eigenschaften und können dann zum Beispiel mal hier außen links zu dem Bereich Histogramm gehen und klicken dann hier, dann ist dann ein Knopf, der heißt sowas wie Histogramm erstellen oder berechnen. Und dann so sehen wir dann zum Beispiel die Verteilung unserer verschiedenen Pixelwerte.
Also wir sehen hier einen Frequenzbereich, aber die Pixelwerte sind das, was uns jetzt interessiert. Also wir hatten gesagt, es fängt an bei minus 0,6 und geht bis irgendwie 0,94. Aber wir sehen, das meiste sehen wir hier in der Verteilung. Und das ist irgendwie immer eine ganz interessante Ansicht, die man sich anschauen kann. Aber was wichtiger ist, wenn wir jetzt von Histogramm zwei Schritte nach oben gehen zur Symbolisierung, dann können wir, anstatt uns dieses NDVI-Bild in Schwarz-Weiß darstellen zu lassen, das auch anders machen. Da können wir hier oben unter Darstellungsart Einkanal-Pseudofarbe wählen, dann einen Farbverlauf auswählen. Das ist für die Berechnung komplett egal. Es ist eher so euer Geschmack, was ihr visuell dafür sinnvoll haltet, wenn ihr mit dem NDVI ja Pflanzenvitalität darstellen wollt. Und klickt dann auf Klassifizieren hier unten. Und dann erhaltet ihr verschiedene Werte, wenn ihr da so ein bisschen scrollt. Ihr seht hier, es sind 5 verschiedene Klassen und die sind fortlaufend verteilt. Das heißt, die Abstände zwischen den verschiedenen Klassen sind gleich groß. Die Sprünge zwischen den Klassen im Wertebereich sind gleich groß. Das ist für uns aber gar nicht unbedingt sinnvoll, weil unsere Werte anders verteilt sind. Deswegen klickt ihr hier unter Modus auf dieses Dropdown und wählt stattdessen den Modus Quantile aus. Und das verändert jetzt eure Werte hier. Also wir sehen, der niedrigste Wert fängt dann an bei minus 0,7, aber der nächste fängt dann an bei 0,6. Also dieser Wert stellt dann ziemlich klar alles dar, was nicht Vegetation ist. Und alles, was darüber liegt, zeigt uns alles irgendwie Vegetation, aber in unterschiedlichen Stufen. Das heißt, je höher hier, desto vitaler die Vegetation. Und dann klicken wir unten auf OK. Und dann enden wir ungefähr mit dieser Ansicht. Wir hätten jetzt noch als Joker-Aufgabe euch Landbedeckungsdaten gegeben. Und zwar ganz konkret aus dem Bildausschnitt, den ich gemacht habe, Weinanbaugebiete ausgeschnitten. Und dann hätten wir sozusagen die Weinanbaugebiet-Polygone genutzt, um das NDVI-Bild auszuschneiden. Um dann zu gucken, was genau für ein NDVI haben denn die Weinanbaugebiete in dieser bestimmten Sentinel-Szene. Wir hätten dazu Daten von Korean Land Cover genutzt. Das sind europaweit harmonisierte Landbedeckungs- und Landnutzungsdaten mit vielen verschiedenen Klassen, die sozusagen über längere Zeiträume immer wieder zeigen, was sich in der Landbedeckung und Landnutzung ändert in ganz Europa. Aber es gibt für Deutschland auch nochmal höher aufgelöste Daten. Da hättet ihr dann einen Vektorlayer hinzugefügt, weil diese Landbedeckungsdaten liegen als Vektorlayer vor. Die werden zwar auch teilweise über Satellitendaten erhoben, teilweise über Bodendaten, also es sind viele verschiedene Datenquellen, die da verrechnet werden. Das wird dann in Vektorlayern quasi abstrahiert und zusammengefasst. Da hatten wir euch auch schon den Datensatz sozusagen auf dieses Rechteck zugeschnitten, was ihr auch in den Zwischenergebnissen findet. Das sähe dann so aus. Da hättet ihr sozusagen erstmal ganz viele Polygone, die alle in einer Farbe dargestellt worden wären. Da hätte ich euch auch nochmal gezeigt, dass das eben ja eine Vektordatei ist, die ihr eingeladen habt. Und da gibt es eben die Attributtabelle. Für diesen bestimmten Vektorlayer hättet ihr jetzt zum Beispiel relativ viele Zahlen gesehen. Teilweise hättet ihr die auch gar nicht so interpretieren können. Da braucht man dann das Referenzwerk dazu. Also ein Objekt-ID ist einfach eine einzigartige Nummer von diesen einzelnen Polygonen, aber ihr seht ja auch die Größe des jeweiligen Polygons in Hektar und so weiter. Wir wollen ja nur die Weinanbaugebiete sehen, deswegen wären wir dann über Eigenschaften erstmal gegangen und hätten hier oben, wo Einzelsymbol steht, die Darstellung geändert, so dass wir tatsächlich die einzelnen Polygone nach Kategorie eingefärbt hätten. Kategorie in diesem Fall heißt Landbedeckungstyp. Da diese Landbedeckungstypen in der Attributtabelle sich unter Code-1.2 verstecken, hätten wir das ausgewählt aus dem Dropdown-Menü und wären dann unten wieder auf Klassifizieren gegangen, damit diese Werte überhaupt angezeigt werden. Und das sind diese ganzen verschiedenen Landbedeckungstypen. 221 steht für Weinanbaugebiete. Wir hätten über die Häkchen alle anderen Landbedeckungstypen deaktiviert, wären dann unten auf OK gegangen und dann hätten wir diese Weinanbaugebiete erstmal so gesehen, als Polygon quasi übergelagert. Also wir haben jetzt zwar in dieser Datei, die wir jetzt sehen, nur die Weinanbaugebiete angezeigt, aber die anderen Landbedeckungstypen sind noch da. Die sind sozusagen unsichtbar. Deswegen hätten wir dann hier außen oben links ein Tool benutzt. Das ist so ein bisschen quick and dirty. Es gibt da auch noch andere Möglichkeiten, das zu machen, aber für unsere Zwecke wäre es am schnellsten gewesen.
Da klickt man auf Objekte über Rechteck oder Einzelklick wählen. Und dann hätte ich quasi mit der Maustaste einfach auf das obere Polygon geklickt, hätte dann die Steuerungstaste gedrückt gehalten und dann noch das untere Polygon mit angeklickt. Und dadurch, dass wir wirklich nur zwei große Polygone haben, die Weinanbaugebiete sind, kann man die sehr, sehr schnell so auswählen. Wenn wir jetzt 20 kleine Polygone gehabt hätten, dann wäre das super umständlich gewesen, das manuell auszuwählen. Für unsere Zwecke reicht's aber. Also dann hätte ich sozusagen diese Objekte ausgewählt gehabt, wäre dann wieder zurück zu dem Layer gegangen, mit dem rechten Mauszeiger draufgeklickt und hätte gesagt, exportieren, gewählte Objekte speichern als. Da sind ja nur diese zwei Polygone jetzt ausgewählt. Und hätte quasi einfach eine neue Vektordatei daraus erstellt, die nur die Weinberge beinhaltet und hätte das dann abgespeichert, hätte dann bei dem anderen Layer den Bearbeitungsstatus wieder ausgeschaltet. Dann hätte ich das genauso gemacht wie mit dem Rechteck vorher. Ich will jetzt eigentlich von meinem NDVI-Bild nur noch diese Weinberge am Ende haben und gehe deswegen wieder auf Extraktion und Raster auf Layermaske zuschneiden. Dieses Mal hätte ich als Eingabelayer das NDVI-Bild genommen und als Maskenlayer jetzt diese gerade erstellte Vektormaske, die wirklich nur die Weinberge enthält, hätte das laufen lassen. Dann hätte ich wieder meine Ansicht ein bisschen geändert. Das kann man übrigens auch, indem man einfach von einem anderen Layer, den man schon erstellt hat, ich hatte ja schon mal einen NDVI-Layer erstellt, da kann man sich einfach den Stil von kopieren aus diesem Layer. Also gehe ich einfach mit der rechten Maustaste auf NDVI, Stile und wähle dann Stil kopieren. Und bei meinem neuen erstellten Layer gehe ich wieder auf Stile und sage Stil einfügen. Und dadurch sieht es dann genauso aus. Und dann kann ich wieder alle anderen Layer deaktivieren und sehe am Ende einfach mein NDVI-Rasterbild ausgeschnitten mit Hilfe meines Polygons, was eben nur Weinberge zeigt. Und das wäre so ziemlich meine Endansicht gewesen. Ohne Basiskarte sähe es jetzt so aus. Nur so mal als Beispiel auch noch, wie man weiter Vektor- und Rasterdaten kombinieren kann. Ich hoffe, ihr habt jetzt im Laufe dieser Schulung gelernt, was ein GIS ist und könnt es auch erklären und könnt auch erklären, inwieweit man es für Satellitendaten nutzt. Und ihr könnt jetzt auch einige grundlegende Bearbeitungen von Satellitendaten in einem GIS durchführen. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, euch ein paar abschließende Quellen mit auf den Weg zu geben. Ganz stark ans Herz gelegt sei euch das Benutzerhandbuch von QGIS. Hier jetzt ein Link zur Version 3.16, mit der ich gearbeitet habe. Dann, wie auch in der ersten Schulung schon, den Link zum Lexikon der Fernerkundung, weil es da einfach sehr, sehr viele Erklärungen rund um das Thema Fernerkundung gibt und ganz viele Begriffe da erklärt werden. Wir haben unsere Webseite fernlernen.gfz-potsdam.de, unser Fernlernforum und unseren YouTube-Kanal, wo ihr auch schon einige Videos findet von vorherigen Projekten. Und diese Links findet ihr auch in den geteilten Notizen. Also würde ich jetzt Tschüss sagen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden einige von euch wiedersehen im Modul 3 mit dem Titel Passende Satellitendaten finden. Das haben wir heute noch gar nicht gemacht. Alles zum Thema Datenportale.